Man liebt es oder man hasst es, aber ignorieren kann man es nicht. Die Vorweihnachtszeit. Die Läden wappnen sich mit tonnenweise Schoko-Nikoläusen, Adventskalendern und üppigem Lametta. Draußen wird es dunkler, drinnen umso heller. Lichterketten und die ersten Geschenke werden eingekauft. Die Messe Winterträume hatte das alles und noch viel mehr Anfang November zu bieten. Das waren Gründe genug, sie zu besuchen. Aber was genau hinter dieser Organisation steckt, erzählt euch Jessica. Unsere Organisation ist ein niederländisches Unternehmen. Wir sind mit den Gartenträumen und mit den Winterträumen schon seit knapp 30 Jahren auf dem deutschen Markt vertreten. Wir organisieren halt, wie gerade erwähnt, jetzt die Winterträume hier auf der Buchholzhof bereits zum 12. Mal und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Nur was genau sind denn nun die Winterträume? Ja, Winterträume ist eigentlich ein bisschen das, was der Name verspricht. Das ist eine verzaubernde Messe mit wunderschönen Winterprodukten, weihnachtlichen Produkten, Delikatessen, Dekorationen. Es ist eigentlich, das Ziel von uns ist, ein Gefühl zu vermitteln von Winter, von Gemütlichkeit, schöne Produkte. Auf der Messe begegneten wir Thomas und seiner Frau Jennifer, die mit ihrem Truck unser Interesse weckten, weshalb wir einfach mal nachgefragt haben, was es mit dem Truck auf sich hat. Das Ganze ist der Wildfire Truck. Das ist ein Truck, der durch Europa fährt. Meine Frau und ich fahren mit diesem Truck also von Land zu Land, stellen dort das Big Green Egg vor. Das Big Green Egg ist ein Keramikgrill. Das heißt, es ist ein Grill, der besonders gute Eigenschaften hat, er speichert die Wärme, man kann super darauf grillen, die Ergebnisse werden besonders saftig. Wir sind sogenannte Geschmacksbotschafter, wir entwickeln Rezepte, wir schulen Verkäufer, wir machen Messen und zeigen einfach den Leuten in ganz Europa und in den USA, wie so ein Grill funktioniert und was das Besondere an einem Keramikgrill ist. Aber was erwartet den Besucher noch auf der Messe? Ja, was erwartet den Besucher? Es erwartet ihn eigentlich eine Fülle an unterschiedlichsten Produkten und Aktivitäten, die der Besucher hier erleben kann. Angefangen bei tolle Dekorationen, die man sich gerade zur Weihnachtszeit natürlich wünscht oder in der Winterzeit, in der Sommer oder beziehungsweise wenn man mehr im Haus ist und man will es drinnen schön haben. Dann begegnen einem hier viele Anbieter mit tollen Delikatessen, die sowohl international als auch regional vertreten sind. Es begegnen einem ganz neue Produkte, die man halt vielleicht auch noch nie gesehen hat, die man sich anschauen kann. Dann haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal ein Do-it-yourself-Zelt, wo sich Aussteller zusammengeschlossen haben, die ihre Produkte selber machen und dort halt ihre Produkte ausstellen, zum Kauf anbieten, aber auch dem Besucher selber die Möglichkeit bieten, kreativ zu werden. Da stehen dann zum Beispiel Nähmaschinen, das heißt, die können nicht nur selbstgenähte Kinderkleidung kaufen, sondern sich auch hinsetzen und vielleicht mal selber kreativ werden und selber was nähen und sich selber mal ausprobieren. Schließlich haben wir Jessica noch gefragt, an wen sich die Messe Winterträume richtet. Die Winterträume allgemein an jeden, der einen schönen Tag verbringen möchte. Und dann ist das egal, ob das die Familie mit Kindern ist, die hier Kinderaktivitäten vorfinden, oder ob das Pärchen ist, rund um die 30, die einfach gemütlich romantisch hier drüber bummeln wollen und schöne Produkte erleben wollen. Oder halt Menschen in etwas gehobenerem Alter, die hier mit Sicherheit auch ein ganz spannendes und tolles Bühnenprogramm erleben können. Von Showcooking-Events über Workshops. Also eigentlich von jung bis alt ist für alle was dabei. Nach diesen ganzen Eindrücken sind wir so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen und hoffen, dass wir auch bei euch Vorfreude auf die Weihnachtszeit erwecken konnten. Falls ihr euch mehr für die Messe interessiert, könnt ihr auf der Website winterträume.com mehr darüber erfahren.